Ja, wir fühlen uns sehr gut. Wir haben uns wieder gut regeneriert. Es war ja doch ein sehr anstrengendes Spiel, das letzte Spiel. Aber jetzt sind wir wieder in einer sehr, sehr guten Verfassung und können morgen wieder Vollgas geben gegen einen sehr, sehr starken Gegner, den wir ja alle sehr, sehr gut kennen. Leo, wie geht's uns eigentlich? Also uns geht's gut und wir haben natürlich so eine gewisse Anspannung, weil wir im Viertelfinale stehen gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Aber dennoch sind wir ja deswegen hier und wir freuen uns, dass wir das erleben dürfen und dass wir das erreicht haben und wollen morgen einfach alles geben, damit wir vielleicht noch einen Schritt weiterkommen. Ja, also wie gesagt, wir hatten sehr gute Trainingseinheiten, die nicht zu lange waren, aber trotzdem auch doch intensiv und gut. Und man merkt einfach, dass egal welche Spielerin auf dem Platz steht, dass sie immer versucht, alles zu geben, immer voll dabei ist in den Zweikämpfen. Und dann merkt man einfach, dass jede Spielerin da zeigen möchte, dass wir da auch einen sehr breiten Kader haben und das zeichnet uns dann auch aus. Und dann merkt man einfach, dass da jede Spielerin, egal wie sie heißt, voll dabei ist und voll fokussiert ist. Ich halte für die Französin für eine sehr, sehr gute Mannschaft, die schon lange daran arbeitet, dass sie etwas Großes erreichen. Sie haben schon seit längerer Zeit genießen sie eine wunderbare Ausbildung in Clairefontaine. Ihre Jugendteams spielen auch hervorragend Fußball. Und ich glaube, dass Frankreich glaubt, dass sie jetzt endlich mal dran sind, einen großen Titel zu gewinnen. Und sie haben ja auch alle beste Voraussetzungen. Und wie das morgen läuft, werden wir sehen. Wir wissen, dass es für uns ein sehr hartes Stück Arbeit werden wird.